Moin zusammen, herzlich willkommen zu meinem Talk Reaktive Android-Apps mit dem Model View Intent Pattern. Da das Thema etwas in die Tiefe gehen wird, kurze Frage. Wer hat denn alles noch nicht für Android entwickelt? Okay, ein paar. Zweite Frage. Wer hat denn schon mit RxJava gearbeitet? Ah, schon einige. Finde ich super. Und die dritte und letzte Frage, um euch näher kennenzulernen. Wer benutzt denn schon Kotlin? Na, auch schon einige. Ist schon mal nicht schlecht. Wie gesagt, ich habe das gefragt, um mich ein bisschen kennenzulernen. Ich habe auch angegeben, dass der Talk eher vertiefend ist. Aber keine Sorge, an hier und der einen Stelle werde ich die Sachen etwas näher erklären und wirklich alle bestmöglichst abzuholen, um die Aussage hinter diesem Talk nachher dann auch bestens nachvollziehen zu können. Kurz über mich. Ich bin der Stefan. Hi. Ich bin Berater und vor allem Android-Entwickler bei der Novatec-Beratungsfirma aus Stuttgart. Und ja, vor allem in den Bereichen Architektur und Testautomatisierung beschäftige ich mich hier. Des Weiteren, ihr findet auch Blogbeiträge von mir auf der Seite meines Arbeitgebers zum Thema Android-Entwicklung auf der Blogseite meines Arbeitgebers und auf Twitter auch unter folgendem Pseudonym. Was es jetzt damit auf sich hat, die harmlose Geschichte kann ich gerne bei einem Mittagsbierchen in der Mittagspause erklären und bei weiteren Fragen. Ich bin noch bis zum frühen Nachmittag da. Aber zurück zum Ernst des Lebens. Heute bin ich natürlich hier, um euch etwas über das Model für Intent Pattern zu erklären, um RxJava mit Android voll und ganz meistern zu können. Ehe es aber soweit ist, möchte ich einen kleinen Rückblick starten. Erstens, wie ist eigentlich der Stand aktuell bei Android-Architektur? Wie war der vor ein paar Jahren? Waren hier die Probleme? Was sind die Lücken? Zweitens, RxJava. RxJava ist ja doch ein Framework, ein neues Programmierparadigma mit einer Eigenart für sich. Das zu verstehen ist auch nicht ganz einfach, aber welche Vorteile bietet es dann für mich, es überhaupt einzusetzen? Und zu guter Letzt, wie kann ich die perfekte Symbiose schaffen aus Android-Architekturen, wie sie aktuell sind, und RxJava, um da voll durchstarten zu können? Fangen wir mal bei den Android-Architekturen an. Nun ja, wie war das vor einigen Jahren? Eigentlich nicht so viel. Ich kann die Folie auch weglassen. Da war nämlich gar nichts. Als das iPhone mit dem iOS SDK und das Android SDK Android kam ungefähr 2007 zur selben Zeit auf den Markt. Während das iOS SDK bereits einen Klassen geliefert hat, mit dem man wunderbar nach dem Model View Controller Pattern arbeiten konnte, was war hier bei Android? Nicht sonderlich viel. Wir haben unsere Activity, um eine View darzustellen, XMLs, später Fragments, das war es dann noch schon. Irgendwelche Vorgaben, wie ich sinnvoll in Android entwickle, die gab es da gar nicht. Was war da das Ärgernis? Wir haben Apps, die schwer zu testen waren, schwer zu erweitern. Wie teste ich meine eigene App, meine eigene Logik, die ich programmiere, und nicht, dass ich anfange, das Android SDK zu testen? Schwere Frage, wie gehe ich da vor? Erst vor 2-3 Jahren, 2015, 2016, kam der Stein wirklich mal ins Rollen, dass man sich darüber, kurz was mitzeigen, Gedanken gemacht hat, wie eigentlich eine Architektur auch für Android auszusehen hat. Egal, ob die jetzt Model View View Model Pattern, Model View Presenter heißen, ist egal, sie haben Folgendes gemein. Links sehen wir die View, also die UI mit Fragments, Activities oder einzelnen Views, einzelnen Komponenten, soweit so gut. In diesen Patterns sollen sie möglichst dumm gehalten werden, passive Views. Man bekommt eine Nutzerinteraktion hierüber mit und wie sich anzeigen sollen, das soll dann den nächsten Schritt die Präsentationslogik darstellen. Was macht die Präsentationslogik? Sie kriegt zum Beispiel Klicks an oder ein Swipe Refresh, wie man es kennt, wenn man eine Liste aktualisieren soll. Und das wird an der Präsentationslogik hier weitergegeben. Dieses sendet es dann weiter an die Geschäftslogik, wo hier dann, ich würde sagen, die harte Arbeit verrichtet wird. Ich muss Datenbanken abfragen, Webservices, Property-Dateien, mit dem Betriebssystem mich wieder auseinanderzusetzen. Das geschieht wieder hier. Wenn ich am Ende zu einem Ergebnis gekommen bin, Use Case spezifisch, gebe ich das Ergebnis an meine Präsentationslogik zurück. Und die Präsentationslogik bereitet diese Daten auf, interpretiert diese und sagt der UI, oh, ist ein Fehler aufgetreten, zeige es bitte folgenden Fehlerbutton an. Roten Text hier, grün da, wie auch immer. So der Programmfluss, das erst seit einigen Jahren
irgendwie so praktikabel ist, um sinnvoll Apps programmieren, warten zu können und vor allem testen zu können. Früher musste man für ein einzelnes String-Unit-Test den ganzen Test auf dem Gerät ablaufen lassen und 10 Sekunden warten, ob das String richtig funktioniert. Das kann schon echt wehtun. Dann kommt ein weiterer großer Player seit einigen Jahren auf den Markt. RxJava. Was ist RxJava? Ich vergleiche es grob mit der Java Stream API, wo wir eine Liste von Operatoren auf ein Objekt anwenden können. RxJava geht hier aber weiter. Es ist nicht nur dazu da, um auf Listen arbeiten zu können, sondern jedes beliebige Objekt in einem Stream reinzuschmeißen und zu verarbeiten. Mithilfe mehrerer Funktionen. Also dieser Baukasten aus RxJava, deswegen nenne ich es gern das Schweizer Taschenmesser, hat viele Funktionen da, mit denen man hier arbeiten kann. Auf einem beliebigen Objekt, eine Liste, ein String, es ist vollkommen egal, was man hier verwendet. Da durchzublicken ist schon mal die eine Sache. Die zweite Eigenschaft neben den vielen Funktionen, die RxJava anbietet, ist die Asynchronität. Mit dem haben wir tagtäglich zu tun, UI-Entwicklung, Android-Entwicklung, deswegen es eigentlich prädestiniert ist für hier für unseren Android-Use Case. Und dementsprechend hat sich Android gedacht, hey, RxJava ist doch voll cool, lass uns das doch mal zu eigen machen. Schauen wir das mal in einem Beispiel an, was es denn für ein tut. RxJava, man arbeitet hier mit Observables, es ist angelehnt an das Observable Pattern, egal welches Objekt, übrigens hier in Kotlin geschrieben, die Syntax dürfte trotzdem sehr, sehr Java-ähnlich sein, um das nachzuvollziehen. Wir haben hier eine Liste und schmeißen diese Liste hier rein in ein Observable. Daraufhin machen wir eine Vielzahl von Operatoren wie Do und Next. Der macht nicht viel. Hier können wir zum Beispiel Logs einbauen oder Sachen, die nebenher laufen sollen, anhauen. Des Weiteren Debounce, den nehme ich jetzt mal als Beispiel hervor. Warum? Vor allem für uns UI-Entwickler und Android ist es sehr beliebt, denn wer kennt es nicht denn auf Netflix oder auf Amazon Video, wenn man anfängt, Filme zu suchen? Man tippt und tippt und erst wenn man aufgehört hat zu suchen, dann legt es erst los. Hier kann uns RxJava dabei helfen, das mit einer Zeile umzusetzen, mit diesem Debounce. Erst nach einer Sekunde, wo ich den letzten Wert erhalten habe, fange ich wirklich an weiterzuarbeiten. Ein Aufruf, da ist RxJava so beliebt und auch von Android sehr umgarnt, das hier auch zu verwenden. Denn wie hat man das vorher gemacht? Async Tasks, Fragpool Executors. Das hat nicht so Spaß gemacht, meiner Meinung nach. Und zu guter Letzt, man kann auch bequem zwischen einzelnen Threads wechseln. Das war ja früher auch nicht so spaßig. Zum Beispiel wechsle ich hier in den Berechnungsthread. Oh, danach habe ich viele schwer lastige Operationen am Laufen, wie REST-Calls, die ich nicht im UI-Thread laufen lassen möchte. Die schicke ich alle nach hinten. Super. Und wenn ich dann fertig bin, hier kommt die erste Android-Erweiterung. Deswegen genannt gibt es das Framework Rx Android. Kann ich zurück in den Main-Thread wechseln mit einer Zeile Code. Wenig Boilerplate Code, übersichtlich zu lesen, warum nicht? Mittlerweile sind diese Frameworks für Android wie Pilze aus dem Boden geschossen. Es gibt hier zahlreiche. Das heißt nun für Rx Paparazzo, das heißt, wir haben unsere Kamera, machen einen Kamerazugriff, ein Foto. Ich habe bereits diesen ganzen Workflow bereits als reaktiven Stream verfügbar und kann darauf arbeiten. Reaktiv asynchron. Weitere Beispiele: Rx Binding. Ich kann Klicks machen. Ich brauche nicht mehr auf den normalen Weg Klicks in einen Clicklistener packen, sondern ich schmeiße mein Objekt rein und kann damit gleich die Clicklistener damit initialisieren und habe es gleich als reaktiven Stream. Super, wenn ich einen Klick mache und danach auf die Aktion von einem Button klicke, damit reaktiv weiterarbeiten möchte, also meine App noch reaktiver gestalten möchte. Weitere Beispiele wären RxJava-kompatible Bibliotheken wie Retrofit, das ist ein sehr, sehr weit verbreitetes Framework, um Webservices anzufragen, zu benutzen, als REST-Client-Bibliothek oder auf die Preferences oder Networking, das ist sogar Netzwerkänderung. Habe ich gerade eine gute Connection, tue ich mich gerade disconnecten, dass ich immer darüber informiert werde, über RxJava-Streams. Allerdings, jetzt wo wir so viele Frameworks hier haben, Bibliotheken haben, das zu verwenden, stellt sich die Frage, ist das das Ende der Fahnenstange? Löst sich das Problem von allein? Können wir jetzt sofort coole Apps machen? Schauen wir das mal in einem Beispiel an. Folgender Workflow. Ausgangssituation ist, wir haben ein Eingabefeld, wir schreiben etwas rein und möchten über einen Submit-Button das versenden. Gehen wir Schritt für Schritt durch. Nehmen wir meine tolle Rx Binding Bibliothek,
die RxJava-kompatibel ist, um ClickListener damit gleich RxJava-kompatibel zu machen. Schmeiße meinen Submit-Button hier rein. Wird dieser geklickt, reagieren wir darauf. Nicht zu vergessen, bei RxJava, neben diesem, dass wir auch unsere Objekte in Observables packen, brauchen wir auch den Aufruf Subscribe hier unten zu sehen. Es läuft eine Art Publish-Subscribe-Prinzip hier ein. Das heißt, wenn wir das Subscribe hier nicht hinzufügen, also keiner sich darauf subscribt, wird hier auch nie was passieren. Der Stream wäre immer tot. Erst wenn wir uns darauf subscriben, wie auf YouTube, der erste Subscriber, erst dann kriegen andere was davon mit, was hier eigentlich passiert. Wir haben unseren Klick. Im nächsten Schritt, nachdem wir geklickt haben, können wir mit Duo Next ein paar coole UI-Geschichten machen. Zeigt bitte jetzt die Progress-Ansicht an und disable den Button. Klasse, wir gehen zum nächsten Schritt über. Ich trigger meine Geschäftslogik an, die habe ich hier Interactor genannt, die Klasse Interactor, und möchte damit einen Namen setzen. Egal, ob ich jetzt in die Datenbank reinschreibe, Webserver, was dahinter ist, spielt keine Rolle. Und diese nimmt das Text, den Text-Value von meinem Eingabefeld, was ich davor definiert habe. Die Verarbeitung kann losgehen. Und am Ende im Subscribe-Block ist die Verarbeitung abgeschlossen, damit kann ich wieder darauf arbeiten. In einer perfekten Welt würde das jetzt folgendermaßen aussehen. Wir haben links unsere View, bekommen eine Eingabe. Wir haben eine Eingabe getätigt, den Text eingegeben, klicken auf den Submit-Button, wir schicken es an unsere Präsentationslogik weiter. Alles klar. Präsentationslogik gibt es weiter in die Geschäftslogik. Wir fangen mit der Verarbeitung an, REST Calls, was auch immer da möglich ist. Und dann, wenn eine Antwort wieder da ist, geht das alles über denselben Weg wieder zurück. Sprich, jedes Layer wird nur ein einziges Mal angefasst. Wir behalten immer die Übersicht, wo etwas gerade passiert. Jetzt muss ich aber sagen, ich habe schon den ersten kleinen Fehler eingebaut. Hier beim Interactor bei ZName bin ich eigentlich schon in der Geschäftslogik drin. Von meiner Präsentationslogik hier, okay, Geschäftslogik, ich nehme den Text, mach was damit. Ich übergebe ihn hier direkt, das heißt, die Geschäftslogik weiß ungefähr etwas von der UI. Das ist nicht so toll. Wir machen praktisch einmal den Sprung zurück. Das lässt sich ja leicht mit einem Objekt, wo wir es drüber übergeben würden, lösen. Kleines Problem, alles klar. Hier wird der Sprung von einem Layer redundant. Haben wir jetzt allerdings zwischen mehreren Layern immer so ein Vorpaar. Kann das so aussehen. Ob wir dann noch verstehen, wo wir sind, wird schwieriger. Und haben wir mehrere solcher Ping-Pong-Spiele aus Versehen eingebaut, nicht mal gewollt. Wer hat da noch die Übersicht? Wahrscheinlich keiner. Wenn es gut läuft, haben wir ein folgendes Szenario. Wir sehen das in der UI, wir sehen unseren Fehler, wir zeigen zum Beispiel an, oh, Fehleranzeige vermischt sich gleichzeitig mit der Fortschrittsanzeige. Das ist nicht so toll. Das kann man zum Spaß noch dem User sagen, ja, it's not a bug, it's a feature, wir machen das kurz weg. Alles klar, leicht gelöst. Durch diese Querschläger-Szenarien, die sich da im Hintergrund ergeben haben. Aber wie kriegen wir mit, wenn wir so einen Murks hier im Hintergrund machen, dass wir vielleicht Memory-Leaks erzeugen, inperformante Thread-Wechsel machen, Sachen in den UI-Thread auf einmal laufen? Wie kriegen wir das mit? Geben uns diese RxJava-Bibliotheken für Android da schon die Lösung? An dieser Stelle kommt jetzt das Model für Intent Pattern ins Spiel. Kurzer Hintergrund dazu, das Model für Intent Pattern kommt ursprünglich aus der Webwelt. Es ist eine reaktive JavaScript-Library, wo es entwickelt wurde von André Stalz. Und vor gut 2-3 Jahren wurde es von Hannes Dorfmann in seinem Projekt verwendet. Er hat es von dieser reaktiven JavaScript-Library adaptiert auf Android und er fand es so geil. Das muss ich jetzt auch mal probieren. Läuft super, ich muss darüber eine Blogserie verfassen. Und durch diese Blogserie wurde ich auch darauf aufmerksam und kann hier überhaupt stehen und heute über dieses tolle Pattern berichten. Kurz erklärt, wie es grob funktioniert, woher es überhaupt seinen Namen hat, der einzelnen Komponenten. Wir haben klar unseren Nutzer, der macht eine Interaktion mit unserer UI. Er beabsichtigt etwas zu tun, wie Facebook-Timeline neu laden oder ich möchte eine Message abschicken. Das ist ein Intent, man kann es auch Action nennen. Bitte nicht verwechseln mit dem Android-Klasse Intent, das hat damit nichts zu tun. Das Intent steckt in diesem Pattern halt drin, weil es aus der eigentlich Cycle.js-JavaScript-Welt kommt. Haben wir diesen Intent vernommen, sagen wir unserer Geschäftslogik, jetzt fangen wir an zu arbeiten. Gib mir Daten zurück, gib mir ein Ergebnis. Das geht zurück. Und zu guter Letzt
aktualisieren wir die View. Der Nutzer sieht am Ende die Ausgabe, die wir berechnet haben. Immer diesen Workflow. Schauen wir uns nun die einzelnen Komponenten etwas näher an. Das Model ist Model View View Model Pattern oder Model View Presenter Pattern, die Geschäftslogik. Hier wird die, ich sag mal, die Drecksarbeit verrichtet, wie schon vorhin gesagt. Aber wir müssen noch etwas weitergehen. Class wird noch gerne verwendet. Model wird es genannt, es wird Interactor genannt oder man nennt es auch gerne Use Case Klassen. Namen sind Schall und Rauch, Hauptsache ihr wisst, was damit gemeint ist. Und wir müssen weitergehen bei diesem Pattern, dass das Model für mehr zuständig sein muss. Das Model hat in diesem Pattern auch die Rolle, dass es einen Zustand ausgibt. Es ist nicht dazu da und okay, hier habe ich ein paar List-Objekte mit Facebook-Daten zurückgeholt, hier nimm, mach einfach, sondern es gibt auch einen Zustand aus, in dem sich die App befindet, den sich befinden soll. Es wird praktisch die Single Source of Truth, Single Bringable Neck für die App. Die Geschäftslogik gibt den Zustand aus, muss ihn berechnen, wo wir in der App sind. Haben wir eine Fehlanzeige, haben wir Daten da oder sind wir gerade dabei zu laden? Klingt erstmal sehr, sehr abstrakt, aber gucken wir das an einem Beispiel an. Wir haben die Scrum Poker App, die habe ich vor ein, zwei Jahren für meinen Arbeitgeber implementiert. Da kam auch das Model View Intent Pattern raus und habe es darauf adaptiert, weil es eine kleine übersichtliche App, um es hier mal zu verproben. Was tut diese App? Klar, mit Scrum Poker Karten User Stories schätzen, aber das wird wahrscheinlich für hier weniger interessant sein. Was man in jeder App drin hat, ist eine Liste mit Daten, die man anzeigen möchte, wie Facebook Timeline, Twitter Timeline. Ich schätze, jede App hat irgendeine Listenansicht, wo man Daten reinladen muss, wie das so ist, Standard Use Case. Und hier machen wir uns Gedanken, welchen Zustand kann diese App denn, diese UI, diese Ansicht gerade haben. Es kann sein, ich bin gerade am Laden, ich zeige zum Beispiel einen Ladekreisel an, es kann aber auch sein, ich zeige die Daten an, ich zeige jetzt hier Scrum-Schulungen an, oder drittens, ein Fehler ist aufgetreten, REST-mäßig, das Backend hat ein Problem, ich selbst, die App hat wegen Speicher ein Problem, dieser Error muss hier abgefangen werden, dass ich auch die UI entsprechend dem Nutzer Feedback geben kann. Programmcode-technisch sieht das folgendermaßen aus, jetzt in Kotlin mit einer äußeren inneren Klasse, wo ich dumme Daten-Poachers definiere. Einerseits für meinen Ladezustand, andererseits für meinen Datenzustand und für meinen Fehlerzustand. Auf Code-Ebene gesprochen, modelliere ich dann die Zustände hier als normale Daten-Poachers-Objekte. Das Wichtigste ist auch, diese Daten-Poachers-Objekte sind read-only. Das heißt, ist der Wert einmal gesetzt, kann ich nur, indem ich das Objekt kopiere und mir ein neues erzeuge, das machen. Das ist nachher ganz wichtig, dass diese nur read-only sind. Des Weiteren habt ihr euch vielleicht am Anfang gefragt, was hat dieser ominöse Springbrunnen hier am Anfang gesucht? Was hat der für eine Bedeutung? Ich vergleiche gern das Pattern oder die wichtigste Eigenschaft des Patterns mit einem Springbrunnen, mit einem unidirektionalen Datenfluss, den wir verfolgen, wo jedes Layer nur einmal angefasst wird. Wo praktisch das Wasser, es wird hochgepumpt, durchläuft jede Ebene und am Ende läuft es wieder, vereinfacht gesprochen, runter. Wir durchlaufen immer den gleichen Workflow. Wir machen keine Querschläger-Szenarien, um am Ende gar nicht mehr Herr der Lage zu sein, wo wir eigentlich gerade sind, um unsere App nachvollziehbar halten zu können, Bugs zu finden. Jetzt stellt sich die Frage, wie kriege ich jetzt so einen Zustand mit diesem Poacher in meine View rein, dass die UI was damit anfangen kann? Dazu müssen wir noch ein paar Brücken zwischen den einzelnen Komponenten bauen, um zu einem Ergebnis zu kommen. Schauen wir rein, was der Nutzer machen muss oder was wir tun müssen, um mitzukriegen, dass wir die Nutzerinteraktion mitkriegen und darauf reagieren können in RxJava reaktiv. Erster Blick in die UI. Wir definieren eine Methode PullToRefreshIntent. Intent, weil das ist eigentlich die Beabsichtigung unserer Nutzer zu tun. Und hier sollen wir dieser Methode darauf reagieren, wenn ein Swipe-Refresh in unserer UI erfolgt, um zum Beispiel neue Scrum-Schulungen zu laden. Selbstverständlich verwenden wir Observable, denn wir möchten ja reaktiv arbeiten. Ausimplementiert mit zum Beispiel der RxBinding-Bibliothek, so kann man eins dieser vielen Frameworks verwenden. Ich mache statt ein Click-Listener einen Swipe-Listener, verpackt in einen React-Java-Stream und kann darauf gleich reaktiv arbeiten. Ich kriege diesen Swipe jetzt immer als reaktiven Stream geliefert. Noch nicht ganz, denn es fehlt noch ein Teil. Dazu schauen wir mal noch in die Prestationslogik.
Wir müssen uns natürlich auch darauf subscriben. Wie gesagt, wenn wir uns nicht auf ein Observable subscriben, kriegen wir nie was mit. Aber sobald wir uns auf diese Methode von unserer UI subscribed haben, kriegen wir jetzt diesen Swipe Refresh immer mit. Wenn der Nutzer in der UI diese Interaktion macht, werden wir darüber jetzt benachrichtigt oder können weitere Aktionen ausführen. Dazu ist der RxJava mit seinen vielen Funktionen da. Kleines Add-on, um auf Fehler zu reagieren, das hat jetzt weniger mit dem Pattern zu tun, aber das bringt einem RxJava kostenlos mit. Wenn irgendwelche unvorhergesehenen Sachen auftauchen und man möchte das Error Handling zum Beispiel nur an einer Stelle haben, kann man das in OnErrorReturn reinwerfen. Ist irgendein Fehler, eine Exception geflogen, davor in diesem reaktiven Stream, kann ich das hier gleich fangen und in mein Error-Objekt beispielsweise mappen. So ist das möglich, an einer Stelle, wenn es die App so einfach zulässt. Nächster Schritt. Wir kriegen zwar unseren Klick mit, oder unseren Swipe hier mit, aber wir machen damit noch nichts. Das wollen wir natürlich auch noch anstoßen. Blick in die Präsentationslogik. Zwischen dem Subscribe und wo wir mitkriegen, hier wurde ein Swipe Refresh abgesetzt, schmeißen wir jetzt unsere Geschäftslogik rein, hier Interactor genannt. Und dieser Interactor gibt auch ein Observable zurück und holt jetzt hier die Trainings, die ich anfrage. In diesem Falle über einen REST-Service. So kriegen wir die Trainings. Noch im Detail auf die Geschäftslogik geschaut. Hier verwende ich den Retrofit-Client von dieser sehr, sehr bekannten REST-Client-Bibliothek für Android. Die ist auch voll RxJava-kompatibel. Das heißt, ich kann mir hier einen Client basteln, ich kann den REST-Call hier absondern, ich kriege ihn gleich als RxJava-Observable zurück und kann diesen Stream sofort weiterarbeiten und in diesem Fall mappen. Oh, ich habe jetzt meine Ergebnisse gekriegt, ich habe meine Schulungen abgefragt. Dann mappt diese Schulung, die ich von dem Client kriege, diese Liste zurück in mein vordefiniertes Daten-State-Objekt. Mappe bis hierhin bitte, danke. Und wie kriege ich jetzt noch diesen State, den ich jetzt hier generiere, aus den Scrum-Schulungen zurück in meine UI? Dazu ein kleiner Blick zurück in die UI. Ich habe nämlich gemeinerweise vorhin eine Methode unterschlagen, genannt Render. Und diese Render-Methode erwartet einen dieser möglichen Zustände, den ich haben kann. Laden, Daten da oder Fehler als Parameter. In der Präsentationslogik, hier in Subscribe, habe ich meine View. Und an diese Render-Methode übergebe ich meinen Zustand, den mir meine Geschäftslogik davor erzeugt hat, generiert hat. Habe jetzt mehrere solche Interactors im Verbund arbeiten. Am Ende muss ein gültiger State rauskommen, den ich in meine UI übergeben kann. Beim Blick auf die UI nochmal im Detail. Mit dieser Render-Methode schaffe ich praktisch ein Single Bringable Neck, ein Bottleneck. Während wir vorhin diese Querschläger-Szenarien in diesem einen Video kurz hatten, ich zeige Fehleransicht gleichzeitig an, ich zeige die Ladeansicht gleichzeitig an, steuere ich das alles über diese Render-Funktion. Ich kriege in mein State rein und kann hiermit, dieses WhenIs ist übrigens Kotlin, das Switch-Case-Statement, nur ein bisschen lesbarer. Mit einem If-Statement kann ich den State aufdröseln und schauen, okay, was hat denn meine Geschäftslogik zurückgegeben? Ah, ich soll mich laden darstellen. Dann zeige ich mal den Ladebalken an, zeige diese Schulungsliste, die soll ich ausblenden und die Fehleransicht erstmal auch. Analog geht das für den Datenzustand, ich möchte jetzt gerne meine Schulungen anzeigen oder ich möchte den Fehler anzeigen, ich rufe hier die entsprechende Methode auf. So kann ich super nachvollziehen, wo das alles durchgelaufen ist, wo eine Änderung sich in meiner UI übergibt. Das war jetzt sehr viel plakatives Gerede. Jetzt stellt sich die Frage, brauche ich das wirklich oder kann ich auch ohne? Dazu möchte ich ein bisschen noch die Vorteile beleuchten von diesem Pattern. Ich finde für meinen Teil, es tut sehr gut, dieses Zustandsproblem lösen. Diese Querschläger-Szenarien von Anfang an, die werden sofort mundtot gemacht. Ich habe einen einzigen Einstiegspunkt zu meiner UI gemacht, wo ich einen Zustand übergebe und hierüber wird getriggert, was ich anzeigen soll. Es gibt keinen Hintertürchen mehr durch eine andere Methode, wo ich die UI manipulieren kann, sondern nur die Geschäftslogik erzeugt mir eines dieser Pojo-Klassen, eines dieser States, übergibt diese zurück am Ende meine UI und nur so wird gerendert, nicht anders. Ich muss nicht ständig suchen, warum ist jetzt der Button disabled, warum habe ich jetzt hier eine Fehleranzeige, ich verstehe das nicht. Ich habe nur einen Punkt, wo ich nachschauen muss. Des Weiteren
dank RX Java und auch diesem Pattern kann ich wunderbar die Stellen setzen, wo ich zum Beispiel Locking einfügen möchte. Wie Do on Next, das macht nicht viel. Zum Beispiel Locked kann man hier einfügen, kommt eine Nutzerinteraktion rein, wie dieser Swipe Refresh am Anfang. Kann ich hier ein Lockheed davor packen. Ah, jetzt kam hier diese Nutzerinteraktion, dieses Swipe to Refresh. Ich sehe, was der Nutzer gemacht hat. Im Fall von einem App-Crash und ich kriege nachher die Logs zugesendet, ist das gar nicht mal so blöd zu sehen, was hat der Nutzer eigentlich zuletzt gemacht. Und zu guter Letzt, ich logge meinen Zustand, den meine Geschäftslogik erzeugt hat. Habe ich beispielsweise einen App-Crash und kriege über Hockey-App, AppDynamics, welches Tool ich auch immer verwende, meinen Crash-Log nachher zu, sehe ich hier den letzten State, den ich übergeben habe an meine UI. Sprich, ich kann diesen State praktisch kopieren, dieses Pocho als Objekt erzeugen, schmeiße es einfach mal in meine UI rein und schaue, was passiert, ob das den Crash reproduzieren kann. Macht es mir dann auch leichter, Fehler zu finden. Kleines nice have, ich kann den Log auch entsprechend erweitern, dass ich meinen State, also mein Pocho, als JSON ausgebe oder als nette toString-Methode. Dadurch sehe ich in den Logs immer super, was ich hier eigentlich zuletzt übergeben habe. Erhöht eventuell die Lesbarkeit, um noch besser Bugs zu finden. Zur Testbarkeit. Ich finde, mit dem Pattern kann man sehr gut neben den eigentlichen Unit-Tests auch gut in der JVM integrativ testen. Sprich, wir mocken, denkt euch von diesem Diagramm, wo ich die ganze Zeit zeige, die UI links weg und ich möchte nur den rechten Teil testen. Ich mocke gegebenenfalls für meinen REST-Client hier durch einen Mock-Web-Server oder ich mocke den Client noch weg, aber kann den Rest meiner Geschäftslogik wunderbar komplett an einem Stück im Verbund testen. Das mache ich folgendermaßen. Ich benutze zum Beispiel Mockito mit dem Capturing. Das ist ein gängiges Feature von diesem Mock-Framework, mit dem ich wunderbar auch Values abfangen kann, um zu schauen, wo das richtig übergeben. Ich definiere einen Capture, der fragt mir nachher ab, welcher State hast du jetzt wirklich an die gemockte ViewRender-Methode übergeben? Was würdest du der UI überreichen? Des Weiteren, User-Clicks, die simuliere ich mit einem speziellen Java-Klasse. Die ist so speziell, das heißt, ich kann hier auf Knopfdruck eigene Werte emittieren, also Aktionen reinschmeißen, dass diese Java-Stream angeworfen wird. Ich tue hier meine Klicks simulieren. Natürlich tue ich meine UI mocken, um zu checken, was übergebe ich eigentlich meine UI. Und zu guter Letzt meine Präsentationslogik, wo ich hier das abfrage. Klingt erstmal ganz wild, aber im Test sieht das gar nicht so schlimm aus. Wir machen unseren Klick. Das geht mit dieser OnNext-Methode von RxJava. Ich schmeiße hier einen Wert rein. Anschließend fange ich den Wert, den ich an ViewRender, diesen State, reinwerfe, ab. In diesem Fall habe ich meinem Mock-Web-Server gesagt, sei gutmütig, gebe mir Schulungen zurück. Und siehe da, ich kann abfragen, ich kriege Trainings zurück aus meinem Data-State, den ich vorhin definiert habe. Das sind meine Trainings, die sind noch bei mir angekommen. Alles hat super funktioniert. Ich habe integrativ einmal komplett meine Geschäftslogik getestet und nicht nur einzelne Klassen in der JVM. Der Fall geht auch andersrum. Ich kann meinem Mock-Web-Server sagen, sei richtig böse, mach einen 500er oder 403, was es alles gibt, damit ich einen Fehler provoziere, der eine Exception verursachen wird. Und vorhin hatte ich dieses tolle On-Error-Return. Es wird gleich in einen Fehler gemappt. Ich kriege hier ein Fehlerobjekt zurück. Und jetzt kann jetzt diese Exception, angenommen es war ein Authorize-Problem, entsprechend darauf reagieren und der UI sagen, ich rendere, sorry, du bist nicht authentifiziert, sorry, Server gerade nicht erreichbar, es gab ein Problem beim Backend, wie auch immer, kann die UI wieder das weiterverarbeiten. Der Trick geht auch in die andere Richtung. Die Testbarkeit, wir haben jetzt erstmal es so getestet, wir haben die View weggemockt und alles mit JVM getestet. Man kann auch, ich sag mal, lightweight UI-Tests machen. Ich tue meine ganze Geschäftslogik abkapseln, das ganze Model weghauen und für bestimmte Klicks oder Swipe-Refreshs gebe ich immer dummy-mäßig das als Dummy-Model desselben State zurück. Mache ich ein Swipe-Refresh, kommt immer dasselbe Date-Objekt zurück mit Daten, um zu sehen, wenn ich ein Date-Objekt reinkippe in meine UI, wird es auch richtig angezeigt. Schmeiße ich einen Fehler rein, wird der Fehler richtig angezeigt. Um nicht End-to-End-UI-Tests schreiben zu müssen, sondern nur dezidiert einzelne Komponenten dann mit Teste. Wer kennt es nicht? Man dreht das Handy und auf einmal schwupp ist wieder alles weg. Jetzt, wo wir diesen State haben, haben wir doch das super Werkzeug, um unsere UI, wie sie davor war in unserer App, super wieder reproduzieren zu können. Springt dieser State
an Render übergeben, kann ich mir diesen merken und gegebenenfalls an eine Datenbank speichern, in die Bundles von Android werfen. Gibt es viele Persistenzmechanismen, aber einen davon kann ich verwenden, um diesen State super wiederzuverwenden. Oder der andere Klassiker, man benutzt die App, man wird angerufen, die App wird unterbrochen, möchte den State wieder rauskramen, den man davor in der UI hatte und holt ihn sich dann auch wieder raus. Last but not least, das ist eigentlich mein Lieblingsfeature, was er so toll macht, der sich mehrere verschiedene UI-Komponenten über einen Broadcast-Mechanismus gleichzeitig updaten kann. Ich nenne mal folgendes Beispiel. Ich hatte das Problem in einer App, wir hatten ein Einlog-Wizard. Ich musste Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse eingeben. Jedes dieser drei Felder war ein Custom-Field. Jetzt mussten aber diese drei Felder miteinander kommunizieren, dass sie alle richtig eingegeben wurden, damit ich unten auf den Next-Button klicken kann, um zum nächsten Wizard-Fenster zu kommen. Wie koordiniere ich jetzt die drei Fenster? In der Vergangenheit habe ich es so versucht, mit dem hat einen Parent Presenter, der alle bündelt, oder eine Parent View, wo das alles abfragt. Mit dem MVI-Pattern koppel ich einfach alle UIs, alle Elemente an dieselbe Präsentations- oder Geschäftslogik, je nachdem wie feingranular man es haben möchte. Die Geschäftslogik kriegt diese drei Daten mit. Vorname habe ich eingetragen, der Button ist noch disabled. Nachname eingetragen, okay, der Rest aber noch nicht. Und erst wenn alle drei richtig sind, kriege ich wieder einen Zustand zurück. Zustand valid zum Beispiel als ein Property von so einem definierten State und kriege dann die Information, die ich brauche, und sagen zu können, der Button ist jetzt enabled, jetzt kannst du weiterklicken. Mit diesem Broadcast-Mechanismus geschaffenen koordiniere ich die einzelnen Komponenten. Klingt jetzt alles erstmal super toll, aber natürlich gibt es auch eine dunkle Seite von MVE, die man auch berücksichtigen sollte, wenn man sich auf dieses Pattern einlässt. Vielleicht kam es euch schon durch den Kopf, es verlangt einiges an Boilerplate-Code, den man hier braucht, um dieses Pattern umzusetzen. Wir müssen bei jeder einzelnen View, jeder einzelnen uns Gedanken machen, welche Intents können aufkommen, welche Aktionen kann der Nutzer ausführen, Zustände definieren für jede einzelne View. Ich habe jetzt nur das Beispiel gezeigt mit der Liste von Scrum-Schulungen, habe ich aber noch 5-6 andere Views und muss jedes Mal wieder einen neuen State definieren. Da kann die Anzahl von verschiedenen States horrend explodieren, wo das dann unüberschaubar wird. Ich sag's mal so, mit Kotlin lässt sich der Boilerplate-Code eingrenzen, aber es ist noch kein Allzweckmittel, um das, ich sag mal, schön zu machen. Und zu guter Letzt, dieses Framework ist aktuell gebunden an RxJava. Dieses Pattern verwendet aktuell RxJava als Alternative, um das alles umzusetzen. Alternativen fallen mir gerade keine ein. Und RxJava zu meistern, es hat eine echt steile Lernkurve, es zu verstehen. Man muss also das RxJava grob verstanden haben, um dann sinnvoll reaktiv programmieren zu können. Das ist natürlich auch eine Hürde, bevor man dieses Pattern verwendet. Nichtsdestotrotz möchte ich noch die Vorteile noch letztes Mal Revue passieren lassen. Wie gesagt, wir haben diesen unidirektionalen Datenfluss. Wir können viel besser nachvollziehen, wie der Workflow unserer App ist, wo was entstanden ist, wo welche Daten wir wo durchgejagt haben, durch welches Layer. Auch sind die Model, diese State-Klassen read-only. Das heißt, wenn wir eine zweite Model-Klasse verwenden, um mit der anderen zusammenzuarbeiten, hat die eine Model generiert, nimmt das alte Objekt, schmeißt es weg, kopiert die alten Werte und macht ein neues. Das heißt, wir verhindern hiermit auch Querschläger-Szenarien. Die Datenhoheit, ein State zu generieren, ist nur bei der Geschäftslogik und nirgendwo anders. Das heißt, keine Präsentationslogik wird hier irgendwo reingrätschen und unsere App kaputt machen. Das können wir damit ausschließen. Ja, das ist einfach zu debuggen, meiner Meinung nach. Tracen, auch mir hat es schon sehr geholfen, den Logs, wenn irgendein Crash war. Ich habe davor gesehen, welche Nutzerinteraktion war da gerade, um nachvollziehen zu können, was da eigentlich genau passiert. Und verschiedene UI-Komponenten können statt über ein Parent Presenter, ein Parent View Model, ein Parent UI-Klasse, ein Parent Fragment zu koordinieren, leicht einfach über die Geschäftslogik miteinander verwoben und koordiniert werden. Und die Testbarkeit finde ich ein schönes Schmankerl, wo man hier hat, wo man integrativ alle Layers durchtesten kann, bestimmte Komponenten auch wegmocken muss, aber schon sehr integrativ, ohne überhaupt mal ein Android-Gerät starten zu müssen, die eigene Logik testen zu können. Wer noch richtig Bock auf das Thema gekriegt hat,
Das war natürlich nur die Kurzfassung von mir, die ich hier gesagt habe. Von diesem Hannes Dorfmann gibt es diese Blog-Serie über 7 Artikel. Sie lohnt sich sehr zu lesen im Detail. Da gibt es noch ein paar weitere Feinheiten drin, die man verwenden kann. Des Weiteren, es muss nicht unbedingt Model for Intent sein. Jack Warden, für die, die ihn noch nicht kennen, er ist sozusagen der Android-Super-Obo-Guru, hat einen eigenen Talk verfasst, wie man unidirektional und state-basiert programmieren kann, um seine App wartbar und nachvollziehbar zu halten. Er nennt es nicht Model for Intent und ein paar Sachen sind anders. Wer aber eine Alternative sehen möchte, kann sich das gerne anschauen. Des Weiteren von Benoit Kennedy und Gary Mayen. Wenn das hier noch nicht genug war, ihr könnt es auch auf englischer Sprache mit 45 oder 60 Minuten Slot von der DroidCon New York oder DroidCon Boston anhören, nochmal den Talk. Da gibt es Informationen noch näher. Und zu guter Letzt von Andreas Stalz gibt es eine Seite, wer MVI zwar ganz cool fand, aber manche Sachen auch nicht so toll, kann sagen, was hat denn der Andreas Stalz hier, hat einen Blogpost hier verfasst. Auf dieser Seite findet man eine Reihe von verschiedenen unidirektionalen Datenflussarchitekturen. Nicht nur MVE, auch Redux, sehr bekannt aus der Angular-Welt, aus der Web-Welt und so weiter. Und wer der nächste, ich sag mal, Hannes Dorfmann werden möchte, der André Stalz hat ein neues Lieblingspattern für sich entdeckt, wo er noch toller findet und jetzt bei CycleJS anwendet. Wer also das durchliest und meint, hey, das wäre genau mein Ding, das mache ich jetzt für iOS und Android, der kann vielleicht der nächste Hannes Dorfmann werden und ein bisschen Android-Architektur reaktivmäßig die Android-Welt erschüttern. So, für die, wo gerne Fotos machen, wegen irgendwelchen Links und so, jetzt wäre der Zeitpunkt. Hier findet ihr auch meine Slides zu diesem Talk unter folgendem Link. Das war's von meiner Seite aus. Ich bedanke mich auch recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und ich wünsche euch noch viel Spaß bei den anderen Vorträgen. Dankeschön. Aber es gibt vielleicht noch Fragen. Ja. Würde ich jetzt nicht sagen, es werden nur einzelne Properties gesetzt bei Android. Wie tief bist du bei Android-Entwicklung drin? Kaum. Also okay, gar nicht, okay. Android nimmt dann das alles ab, also darum muss man sich gar nicht kümmern. Es ist nur wichtig, dass man, was das Pattern einem hilft, die, sag mal, die schweren Aufgaben wie Geschäftslogik in einen I.O. oder Computation-Thread laufen zu lassen, dass das alles weg ist. Und nur wenn dieses einmal random auftritt, kurz im UI-Thread zu machen, um möglichst wenig Performance einzubüßen. Darauf kommt es hier an. Hier hat man einen super Cut durch die Layer, an welchem Thread man hier eigentlich arbeiten sollte. Da hilft dann dieses Pattern. Aber an sich macht Android das für einen schon alles. Oder den Großteil. Man sollte natürlich nicht übertreiben. Weitere Fragen? Ich weiß auch nicht. Jetzt kann ich einfach noch was. Okay. Ich habe mit Alex Java häufiger das Problem gehabt, dass es mühselig sein kann, mit dem Debugger sich durch den Prozess führen zu lassen. Wir waren jetzt bei Debugging Log Statements im Raum geworfen. Das ist Managing Trick. Also ich sag's mal, man kann Alex Java sehr übertreiben damit, wo man nicht mehr weiß, wo kommt eigentlich was, oder man hat mehrere Observables, die aufeinander broadcasten, da kommen auch wieder Aktualisierungen rein, ich weiß gar nicht, wer was aktualisiert. Hier kann man das dann mit dem Pattern, da man diesen Fluss hat, deutlich besser debuggen oder es sind einfach keine Überraschungen da, wo jetzt wann was passiert, wann es angetriggert wird. Und wer es nochmal mit diesen Logs erweitern möchte, es gibt auch weitere Bibliotheken für Alex Java allein. Ein paar Annotationen, haut man das an die Methode und dann sagt ihr auch, welchen Thread, wo der Aufruf herkam, um bestens feststellen zu können, wo eigentlich das alles her war. Das lässt sich damit auch nochmal erweitern und verhübschen. Also für mich macht dieses Pattern Alex Java mal kontrollierbar. Davor war das für mich, weil es halt asynchrone Aufrufe sind. Ja gut, hier links rum, rechts rum, da ist etwas. Jetzt, wo ich nur diesen einen Flow habe,
Überraschung gegen Null. Außer man hat halt wirklich was falsch gemacht durch Erfahrungswerte, wo halt man auch noch einholen muss. Da oben war, glaube ich, noch eine Frage. Okay. Alle wunschlos glücklich? Okay. Dann vielen Dank nochmal.